Grundsätzlich herrscht immer Meinungsverschiedenheit zwischen Kaffeetrinkern und Nicht-Kaffeetrinkern. Die einen sagen, es sei schädlich, die anderen sagen, es sei gesund. Ich möchte meine persönliche Meinung einmal splitten. Ein Teil am Anfang und, dreimal darfst du raten, ein Teil am Ende. Meine persönliche Meinung, bevor wir in die Studienlage gehen, ist, Koffein ist kein Nährstoff, der dir Energie liefert oder kein im Körper vorkommender Stoff ist, wie Glutathion oder Q10, welches dir die Leistung steigern könnte. Die Gefahr ist jene, dass man schnell sein Leistungskonto überziehen kann, wenn man es übertreibt und dann im Minus lebt, wenn man es nicht mehr konsumiert und eine Art Abhängigkeit schafft. Abhängigkeiten passieren schnell in Stoffen, die durch deutlich die Leistung steigern und im Körper nicht selbst produziert werden, ausgenommen Hormone, und zum anderen nicht einmal essentiell sind, wie zum Beispiel Vitamin C oder Vitamin D. Was gibt es Besseres, um mit der Thematik zu starten, als mit der größten, alles klar, ich bin komplett raus, Leute, das war's, danke fürs Zusehen, mit der größten Metastudie zu Kaffee mit knapp 4 Millionen Probanden. In Bezug auf das kardiovaskuläre Risiko sehen wir, dass nach 2,5 Tassen im Graphen circa das Risiko am tiefsten war, an jene zu erkranken. Auch in den Zahlen darunter sehen wir mit 0,83 das niedrigste Risiko in Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen in dieser großen Studie, nach 2,5 Tassen am Tag. Auch das Krebsrisiko scheint genau denselben Trend zu folgen. Nach 2,5 Tassen erreicht er das niedrigste Krebsrisiko. Die Atemwegserkrankung scheint sogar ein Trend zu folgen. Je mehr Kaffee, desto besser wird es immer wieder und immer weiter. Auch das Diabetesrisiko scheint mit 0,7 am tiefsten zu sein nach 2,5 Tassen Kaffee. Auch die allgemeine Sterblichkeit korreliert positiv antiproportional. Je mehr Kaffee, desto weniger Sterblichkeit. So auch die Studie, 2 bis 4 Tassen am Tag hemmen die Sterblichkeitsrate. Auch in einer anderen Studie, die 100-Meter-Studie inkludierte, genau genommen 200, dass 2,4 Tassen eher förderlich wirken als schädlich auf das Gesundheitsrisiko. Doch wieso beeindruckt mich das herzlich wenig? Naja, dazu musste ich etwas länger suchen, um es euch zu beweisen, wie unspektakulär eigentlich Kaffee so ist. Also, habe ich nach Tee gesucht, zum Vergleich, die größte Metastudie zu Tee und dessen Gesundheitseigenschaften. Wieder gleiches Spiel, ist der Wert unter 1, heißt je mehr Tee, weniger Krankheiten. Hier in dem Fall kardiovaskuläre Risiko. Und hier die allgemeine Sterblichkeit, ebenfalls gesunken, da alle Werte unter 1 lagen. Je mehr Tee, desto weniger Sterblichkeit. Hier auch sehr schön zu sehen, die Abbildung für grünen und schwarzen Tee. Die kann man gegen die Abbildung vom Kaffee allgemeine Sterblichkeitsgesetz werden, nochmal, um es zum Vergleich zu haben. Doch wie kann das sein? Es liegt einzig und allein an der sekundären Pflanzenstoffkonzentration. Stellt euch einmal vor, wenn die Metastudien geben würde, zum Beispiel zu Chaga-Tee oder zu OPC, diese würden meinen Einschätzungen noch deutlich krasser ausfallen. Nur leider gibt es dies noch nicht, welche dem Kaffee entgegensetzen könnte. Müssen wir nun alle Kaffee schlürfen, um dem Risiko zu entgehen? Nein, es gibt deutlich wirksamere Mittel, die Einfluss haben auf deine Gesundheit, die noch potentere sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. Nur ist die Studienlage gerade am Entstehen bezüglich der Alternativmedizin. Wird sich sicherlich in den nächsten Jahren deutlich ändern und herauskristallisieren. Es geht sicherlich nicht nur um Koffein. Es gibt sehr viel komplexe und sicher noch nicht ganz verstandene Wirkungskaskaden von vielen sekundären Pflanzenstoffen, die im Zusammenhang eine bestimmte Wirkung erzielen. Hier zum Beispiel sieht man einen Stoff, das Kauran. Und das alleine hat davon schon 8 Derivate bei uns im Körper aus dem Kaffee. Es handelt sich um einen sekundären Pflanzenstoff, genau genommen Terpene, dessen Wirkungsmechanismen einfach noch größtenteils unbekannt sind bei uns im Körper. Es gibt alleine 12 Mechanismen durch Kaffee in Bezug auf Vermeidung von neurodegenerativen Krankheiten. Es gibt sogar Unterschiede in der Zubereitung, wie stark die Bohne geröstet wird. Einfach nochmal, geröstet wird so. Das sehen wir hier in der Abbildung. Dass je höher die Temperatur der Röstung, desto mehr Acrylamid oder Melanoidin entsteht. Diese durch Hitze entstandene Formation der Bohne in der Maillard-Reaktion genau genommen, die Melanoidine bilden Magnesium als Chelatbilder und zerstören so Gewebe. Auch das Acrylamid zeigt mehrfach einen kausalen Zusammenhang zu Krebs. Nichtsdestotrotz reichen die mächtigen sekundären Pflanzenstoffe aus dem gerösteten, mit Acrylamid gewappneten Kaffee aus, um deiner Gesundheit etwas Gutes zu tun. Ein letztes Beispiel möchte ich euch zeigen, welchen Einfluss der sekundären Pflanzenstoffe, gerade OPC,
zu einer Studie in Wein einmal hier rauskristallisieren möchte. Dazu zeige ich euch diese Metastudie mit über 600.000 Probanden. Hier sehen wir, Weißwein erhöht das Risiko für Prostatakrebs bei über 200.000 Menschen innerhalb von 11 Jahren. Der Strich liegt deutlich über 1, das heißt increased, das heißt erhöhtes Risiko, sehen wir hier, steht da auch. Interessant zu sehen, dass Rotwein voll mit Anthocyan ist und unter anderem OPC und dessen sofort das Risiko deutlich senkt, sehen wir trotz Alkohol im Vakuum natürlich Krebstum einfach massiv fördert, ja, Alkohol. Aber die Wirkung ihrer Pflanzenstoffe sind einfach nochmal superior, also überlegen. Da seht ihr einfach, wie wichtig die sekundäre Pflanzenstoffe sind und dass es nicht explizit um den Kaffee geht. Nochmal die Zusammenfassung. Kaffee scheint einen sehr positiven Effekt zu haben auf die allgemeine Gesundheit. In einem Range von 2 bis 4 Tassen am Tag, so laut Metastudien. Tee zeigte einen nahezu identischen positiven Wirkungsspektrum. Es liegt sehr nahe, dass viele Prozesse von sekundären Pflanzenstoffen bei uns im Körper noch nicht erforscht sind. Das Einzige, was Tee und Kaffee deutlich gemeinsam haben, sind reichlich sekundäre Pflanzenstoffe. Daher ist nicht explizit Kaffee das Wunder, sondern die Anzahl von sekundären Pflanzenstoffen in der Flüssigkeit, die wir uns zu uns führen. Da ist die Frage, uns zu stellen, was würde passieren, wenn wir Kaffee entgegensetzen, gegen zum Beispiel Ingwer, Kurkuma, grünen Tee, Chaga-Tee, OPC, würde sich noch stärkere Ergebnisse zeigen, wenn es ähnlich große Metastudien geben würde? Daher meine persönliche Meinung und Empfehlung, eine sekundäre pflanzenstoffreiche Ernährung scheint sich positiv laut Studien auf deine Gesundheit auszuwirken. Demnach meine persönliche Meinung ist das gesündeste Getränk der Chaga-Tee. Denn jener ist nicht zu toppen in Sachen sekundäre Pflanzenstoffe und ORAC-Wert. Übrigens auch bei Vitasomal erhältlich. Sogar mit Zertifikat und 100% pestizidfrei haben wir extra im Labor testen lassen für euch. Man betrachtet das tierische Lebensmittel keine sekundären Pflanzenstoffe in dem Maße enthalten, außer Propolis. Dankeschön fürs Zusehen. Ich würde mich sehr freuen, einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert oder auf die Glocke drückt, damit ihr wirklich informiert, wenn ein neues Video kommt. Ich hoffe, wir sehen uns gleich auf vitasomal.de, meine liebe Somal Supplements mit 4- bis 5-fach höherer Bioverfügbarkeit. Und wir haben auch Tees, zum Beispiel den Chaga-Tee. Bis zum nächsten Mal auf vitasomal.de. Dankeschön fürs Zusehen. Ciao.